Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge Risen 3 Titan Lords. Ja, wir sind jetzt hier in der Zitadelle der Dämonen angekommen. Wir haben letzte Folge mit Drake gesprochen. Ja, genau. Und wir gucken uns jetzt einfach mal hier um. Und da hinten steht jemand, mit dem können wir vielleicht mal reden. Eldrick, ah, das ist Eldrick. Harte Zeiten verlangen harte Entscheidungen. Wie bitte? Starker Spruch. Starker Spruch. Tja. Ich wünschte, es wäre nur eine leere Phrase. Doch leider ist es unser Los. Willkommen in Kalador, der letzten Bastion der dunklen Krieger, diesseits des großen Lavastroms. Solange der Krieg der Titanenlords andauert, werden starke Männer gebraucht. Unsere Aufgabe hier in der Eisenbucht ist es, die Menschen gegen die Mächte des Bösen zu verteidigen. Ein Schattenlord hat mir meinen Geist gestohlen. Ja, ich ahnte schon so etwas. Ich sehe es in deinen Augen. Das ist nicht gut. Ja, ich könnte mir auch etwas Besseres vorstellen. Wie ist das passiert? Machen wir es kurz. In einer Totenkopfhöhle an der Krabbenküste kam ich einem Kristallportal zu nahe. Diese Totenkopfhöhlen wurden überall in der Südsee gesichtet. Mich erreichen hier unzählige Berichte von Menschen, die von Schatten gejagt und getötet wurden. Nicht selten wurde ihnen nur der Geist genommen, um sie gefügig zu machen. Allein deinem starken Willen ist es zu verdanken, dass du noch Herr deiner Sinne bist. Die meisten erliegen den Angriffen der Schatten und werden in kürzester Zeit selbst zu einem Schergen der Unterwelt. Währenddessen. Du bist erstaunlich weit gekommen. Wie traurig für dich, dass dir das alles nichts nützen wird. Ich will kein Scherge der Unterwelt. Ist der Typ selber ein Scherge der Unterwelt? Du musst mir helfen, meinen Geist zurückzubekommen. Das ist nicht so einfach, mein Junge. Das Schattenreich ist voller Mysterien und Täuschung. In einem Moment scheint alles klar und im nächsten liegt über allem der Schleier des Vergessens. Aber du musst doch irgendetwas tun können. Die alte Kultur von Kalador war hochentwickelt und hat möglicherweise das Wissen, was wir dazu bräuchten. Wer zur Hölle steckt hinter den Angriffen der Schatten? Es muss eine uralte Macht aus längst vergangenen Tagen sein. Noch hat sich unser Gegner nicht offenbart. Doch ich fürchte, wenn er es tut, dann wird es tödlich für uns alle. Ein Geist namens Crow tyrannisiert die Meere. Der Feind darf niemals die absolute Kontrolle über die Meere bekommen. Wenn das geschieht, sind wir alle auf uns selbst gestellt. Niemand wird mehr mit der Unterstützung einer anderen Gemeinschaft gegen die Schatten rechnen können. Was macht ein Druide bei den Dämonenjägern? Lass dich nicht von dem Staub der zerfallenen Ruinen blenden. Dieses Land birgt auch heute noch eine große Macht. In seiner Blütezeit verstanden die dunklen Krieger von Kalador noch die höheren Zusammenhänge der Titanenkriege. Sie konnten die Titanen aufspüren und kannten die wunden Punkte ihrer Meister, der Titanenlords. Die Nachkommen der großen Krieger von einst haben auch heute noch diese Kraft. Ich zündete die grünen Feuer und sah, wie sie in das Land ihrer Ahnen pilgerten, auf der Suche nach ihrem Schicksal. Ich bin hier, um ihnen zu helfen, sich wieder an ihre alte Stärke zu erinnern. Jetzt, wo die Schatten über unser Land kommen, brauchen wir sie mehr denn je. Das Wissen von Kalador soll mir helfen? In den Ruinen des Landes liegen wahre Schätze vergraben. Die dunklen Krieger waren sehr weise. Sie kannten sich aus mit den Mysterien des Schattenreiches. Das alte Wissen, was sie in ihren Gebäuden gesammelt haben, liegt oft noch völlig unberührt in ihren Ruinen verborgen. Wenn du die richtigen Schriften findest und zu mir bringen kannst, kann ich dir vielleicht weiterhelfen,
deinen Geist zurückzubekommen. Ich bringe dir das alte Wissen von Kalador. Ich bringe dir das alte Wissen von Kalador. Wo genau soll ich anfangen zu suchen? In den alten Aufzeichnungen der Dämonenjäger ist immer von einem Grimoire die Rede. Einem Schriftstück aus den Tagen, als die Kultur noch blühte. In einer alten Burgruine im Westen der Eisenbucht soll es das letzte Mal aufgetaucht sein. Burgruine im Westen, Grimoire finden. Sollte ich hinkriegen. Gut, aber sei wachsam. Aus der Gegend wird mir nur Schlimmes berichtet. In unserer letzten Schlacht ist einer der Schattenlords in den Westen geflohen. Bestimmt ist er da noch irgendwo. Werd's mir merken. Ja, ein Schattenlord, der macht uns ja nichts aus. Den können wir easy besiegen. Okay, was ist mit dem großen Schiff unten in der Eisenbucht? Was ist mit dem großen Schiff unten in der Eisenbucht? Ich glaube, es ist für sie so etwas wie eine letzte Chance, das Land zu verlassen, wenn Kalador fällt. Die dunklen Krieger werden es so lange dort unten vor Anker liegen lassen, bis Kalador befreit ist. Es sei denn, jemand kommt und zeigt ihnen einen Weg, etwas Großes mit ihrer Fregatte anzufangen. Dazu müsste es aber schon einer von ihnen sein. Ein Dämonenjäger. Ja, also wir müssen uns tatsächlich, glaube ich, irgendeiner Fraktion anschließen, damit wir auch ein großes Schiff von denen kriegen. Okay, aber wie kann ich euch unterstützen? Wie kann ich euch unterstützen? Unsere letzte Schlacht führten wir im Norden des Landes. Die Totenkopfhöhle dort oben wurde von meinen dunklen Kriegern ausgeräuchert und das Kristallportal zerstört. Doch haben wir schwere Verluste erlitten. Viele sind getötet worden und viele sind geflohen. Viele sind bisher nicht zurückgekehrt. Jemand muss ihnen helfen, ihren Weg wieder zurück in die Zitadelle zu finden. Okay. Du kannst auf mich zählen, ich kümmere mich um deine Krieger. Du kannst auf mich zählen. Ich kümmere mich um deine Krieger. Vielen Dank. Wie gesagt, wir können jede Hilfe gebrauchen. Ihr habt ein Kristallportal zerstört? Wie? Ihr habt ein Kristallportal zerstört? Wie? Den Zauber habe ich hier in der Zitadelle gefunden. Wenn man weiß, wie man es anstellt, ist es einfach. Der Zauber bringt den Kristall zum Schwingen, bis er überladen wird und in tausend Teile zerbirst. Komm mit, ich zeige es dir. So, und jetzt zeige ich dir, wie man den Zauber wirkt. Pass gut auf. Und jetzt du. Ich werd's versuchen. Sehr gut. So, nun solltest auch du ein Kristallportal zerstören können. Danke. Ich kann es kaum erwarten, die Dinger zurück ins Reich der Schatten zu sprengen. Alter, ne? Also wir machen erstmal schön Krabbenkiste und da kaputt machen, Alter. Kannst du mir helfen, ein besserer Krieger zu werden? Kannst du mir helfen, ein besserer Krieger zu werden? Du willst dich den Schatten stärker entgegenstellen? Ich kann dir einige Dinge beibringen, die jeder Krieger wissen sollte. Ich werde dich allerdings keine Zauber lehren, solange du nicht den Dämonenjägern angehörst. Das geheime Wissen der dunklen Krieger ist gut behütet. Wenn du allerdings kämpfen lernen willst, solltest du mit Henrik oder Drake reden. Okay, was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Okay, er kann Tränke brauen, Alchemie und Ritualmeister. Das überzeugt mich noch nicht so hart. Ich könnte hier theoretisch, aber da hinten ist auch ein Portal. Also, obwohl das ist die Zitadelle, naja, aber gut. Das ist ja eigentlich fast hier. Hey, ja, dann hier bin ich auch hergekommen, dann packe ich hier einen Teleportstein rein. Ohne Frage.
Da hinten ist aber auch, wie ich sehe, auch. Oder ich weiß nicht, ob man da Geht hinten auch doch. einsetzen könnte, irgendwo dahin. Das ist auch die vorletzte Insel, die wir erkunden. Und danach gibt es ja dann auch noch eine, die Nebelinsel oder wie sie heißt. Da müssen wir auch noch drauf. Und hier ist ein Klingenblatt. Gut, wir reden am besten in dieser Folge noch einmal mit Henrik. Aufrechter Gang, beide Arme dran. Ist ein Anfang. Und dein Schwertarm scheint auch brauchbar zu sein. Ich habe schon ein paar Kämpfe bestritten. Ich habe schon ein paar Kämpfe bestritten. Das sieht man dir auch an. In der Zitadelle ist für jemanden wie dich sicher noch ein Platz frei. So gut wird man sicher nur auf Kalador empfangen. Ihr seht auch nicht aus wie dahergelaufene Penner. Sowas kommt hier immer gut an. Kann ich mich irgendwo nützlich machen? Kann ich mich irgendwo nützlich machen? Da fragst du am besten die anderen. Für gewöhnlich findest du sie über die ganze Eisenbucht verstreut. Na toll. Jetzt zieh mal nicht so ein Gesicht. Du kannst ja mal versuchen, mich im Arm drücken zu schlagen. Für gewöhnlich stehe nee. Ich jeden Abend am Tisch und trainiere. Armdrücken Sprich mich ich dann gerne. Einfach an, vorausgesetzt, du hast die nötigen Eier in der Hose. Die habe ich, aber Armdrücken weiß nicht, wie das geht, aber... Ja, gut. Denkst du, die Zitadelle bietet ausreichend Schutz? Denkst du, die Zitadelle bietet ausreichend Schutz? Sicherer als die Bauernhöfe ist sie auf jeden Fall. Aber wahren Schutz bekommst du nur, wenn du bereit bist, für das zu sterben, was du liebst. Kämpfe rücksichtslos und der Sieg gehört dir. Den Spruch merke ich mir. Den Spruch merke ich mir. Tu das. Ich hab ihn von meinem alten Herrn. Ich höre ihn noch heute. Junge, nicht der Stahl macht dich zum Mann, sondern dein Herz. Aber genug davon. Du hast sicher noch was vor. Ja, aber was ist deine Geschichte? Was ist deine Geschichte? Wo ich herkomme, wer ich war, das ist vergangen. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Und wie jeder meiner Brüder bin ich dem Ruf gefolgt. Du redest nicht gerne über deine Vergangenheit, oder? Du redest nicht gern über deine Vergangenheit, oder? Nein, es würde ja doch nichts ändern. Mein Blick ist nach vorne gerichtet. Statt zu reden, hätte ich allerdings einen Vorschlag. Wir hauen uns ein bisschen aufs Maul und schauen mal, wer gewinnt. Denn darum sind Kerle wie du doch hier. Vielleicht kenne ich sogar noch den ein oder anderen Kniff, der dich besser macht. Ja, also was kannst du verkaufen, fragen wir uns. Was kannst du verkaufen? Fragen wir ihn erstmal. Kann er uns irgendwie Ausrüstung? Nur Nebelstein. Ah, Nebelstein ist nicht unbedingt etwas, was ich brauche. Plunder? Nee. Nee, davon nichts. Was kannst du mir beibringen? Was kannst du mir beibringen? Nun mal langsam. So schnell teile ich mein Wissen nicht. Die Lehrstunde musst du dir erstmal verdienen. Du weißt ja, was du zu tun hast. Okay, bereit für einen Schlagabtausch? Bereit für einen Schlagabtausch? Gestern schon. Also, zieh deine Waffe und zeig, was du drauf hast. Was passiert da gerade? Oh, shit. Zeig's ihm! Zack. Da haben wir ihn bewusstlos geschlagen. Reden wir mal mit ihm. Das war ein guter Kampf, Respekt. Aber wenn ich mir was gebrochen habe, geht das Bier auf dich. Und bringst du mir nun was bei? Mit einem Kämpfer, wie du es bist, teile ich gern mein Wissen. Ja, ich will etwas lernen. Ich will etwas lernen. Vielleicht. Was willst du wissen? Gegenangriff, Klingentänzer, Stichwaffen lernen, Schwerter lernen, Hiebwaffen lernen, klingen sicher. Ja, mal gucken. Was für eine. Erstmal gucke ich nochmal, was für eine Waffe habe ich überhaupt? Krummsäbel ist eine Hiebwaffe. Ich habe ja einmal, glaube ich, aus Versehen Hiebwaffen gesteigert. Nee, aber das war's erstmal für diese Folge. Bis dahin und ciao. Leute.